sag mal, von wem wird eigentlich die Antifa bezahlt? Ganz einfach, weißt du es nicht? Von wem denn? Ach, von dir und von mir. Von Steuergeldern wird er die zahlen. Ja, das steht im Internet, dass die SPD zahlt, die CDU teilweise, die Linke. Ja, und die Grüne vor allem, ne? Und die Gewerkschaften. Genau, genau. Und die zahlen bis zu 45 Euro pro steuerfrei. Pro Stunde Demogeld. Ja, steuerfrei. Zeige ich euch, poste ich kurz rein. Da ist die Frage, wer hat denn das Geld, die zu zahlen? Und wie ist eure Meinung? Verkaufen die sich vielleicht doch von ihrer Meinung her zu billig bei der Antifa? Meine ich auch. Die sollen viel mehr kriegen. Die sind ja auch viel mehr wert. Weil die werden ja vielleicht doch irgendwo von den Faschisten bezahlt, die viel Kohle haben. Von denen haben wir heute, glaube ich, auch einige gesehen. Hallo, liebe 1984 FM-Freunde. Leute, das ist ja wirklich lustig. Ich dachte immer, diese Antifa, das sind halt Antifaschisten. Und ich dachte, die kommen halt überall hin, wo halt Rechtsradikale oder Pegida oder was weiß ich demonstrieren wollen. Oder MPD-Fans und so weiter. Und ja, und nun muss ich lesen, dass die wirklich bezahlt werden. Ich habe das zwar öfters schon gelesen, ich habe das zwar öfters schon mitbekommen, dass auch bei irgendwelchen SPD-Ständen ein Plakat hang, Antifa, Demogeld hier abholen. Und ich dachte immer, das ist ein gefotoshoppt oder wie man sagt. Und ich habe das nicht für möglich gehalten, dass es wirklich gibt. Ja, seht ihr mal, ich bin auch manchmal ein Schlafschaf. Ne? Bin ich genauso. Da hätte ich jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, komm, ich gehe auch auf die Demo, aber ich will einen Huni pro Stunde. Ja, wie denn? Weil ein Anwalt kriegt das auch. Ja. Oder noch viel, viel mehr. Und wenn einer sich dafür hergibt, sich vermummt irgendwo mit anderen zu klatschen oder mit der Polizei sich anzulegen, das macht man doch nicht für 45 Euro. Da muss schon ein Huni drin sein. Minimum. Minimum. Wir stehen hier, um für mehr Flüchtlinge in Deutschland zu demonstrieren. Bitte schließen Sie unsere Demonstration an. Wir stehen dafür, dass ihr laut irgendwo singt, ihre Rente sinkt, meine Rente sinkt. Und dafür, dass wir eine Gemeinschaft mit noch mehr Flüchtlingen bilden. Heil Merkel! Dass wir gegen dieses Vorhaben sind. Wir fördern ein Bleiberecht für alle ohne Einschränkung. Bleiberecht für alle! Ladet alle Flüchtlinge, die ihr kennt, im Ausland nach Deutschland ein! Wir haben Kapazitäten! Wir haben Platz! Wir haben Geld! Wir schaffen das! Wir können die Steuerzahler noch mehr ausschlupfen! Was da noch zum Sagen gibt? Ja. Dass die ihre Arbeit gut machen. Man kann die ja nicht nur adlern, man muss die auch mal loben. Kann man loben. Also ja? wenn die auftreten, dann ist schon ein Mordspektakel da. Ja. Da sind Bands da, da ist Beschallung da. Und da ist ordentlich was los, da ist Stimmung. Ja. Vor allem Stimmung gegen rechts, gegen die Faschos. Ja. Wobei sie vielleicht indirekt gerade für die arbeiten. Das wissen wir nicht ganz genau. Und ich würde doch sehr darauf drängen, dass eine Regierungsmehrheit zustande kommt, die pro-europäisch ist. Ja, aber vielleicht habt ihr im Internet noch ein bisschen mehr Informationen und Links. Könnt ihr einfach mal da lassen, wenn ihr was wisst dazu, reinposten. Jawohl. Ja? Also wir meinen, da ist Geld genug da, die können gut mehr verdienen. Ruhig. Für den Einsatz. Von mir aus. Die sind ja auch viel mehr wert, die Jungs. Ja. Also du sagst auch, unter 100 hättest du da nicht demonstrieren. Mhm. Ja. Ja, gut. Sonst könntest du auch hier die Corvette nicht fahren, oder? Leben und leben lassen. Ja, genau. Ja. Ja. Überlegt euch mal. Da gibt es dann bestimmt ein bisschen Lohnerhöhung. Vielleicht werden die Faschos auch immer härter, gegen die ihr da kämpfen wollt. Oder die Flüchtlingsgegner. Da müsst ihr ein bisschen mehr Druck bringen demnächst. Ne? Ja. Deutschland, verrecke! Damit wir leben können, Deutschland verrecken, damit wir leben können. Einfach mal richtig Druck machen. Und mehr Hinduf halten. Ja, zahlen lassen. So ist es. Sage die alten Schwaben, zahlen lassen. Was steht da
Ich glaube das einfach nicht, Leute. Demosold erhöhen. Also es gab schon immer Demosold sozusagen. Erhöhen. Und jetzt kommt der Witz. Die kriegen auch Übernachtung bezahlt. Die kriegen 45 Euro auf 45 Euro pro Stunde. Pro Stunde. Leute, pro Stunde, nicht pro Tag. 45 Euro pro Stunde SPD, was ist nur los? Und dann kommt hier unten, Leute, das war wirklich die Originalseite, jusos.de, Sites, TV, Jungsozialen, also das ist die SPD, versteht ihr? Leute, das ist unglaublich, was dann da unten noch steht, das ist noch schlimmer, und zwar nicht, dass sie 48 Busse mit willigen Berufsdemonstranten immer bereit haben, 48 Busse. Und jetzt kommt der größte Witz. Ja? Jetzt kommt der größte Witz, was da noch steht. Die besagte Lohnerhöhung für Akkreditierung der Demonstranten wurde vom Alliierten Kontrollrat auf seiner Sitzung empfohlen, um einen Reibungsprozess zu gewährleisten. Leute, da Zuschläge für Feiertage, 1. Mai bleibt unberührt. Leute, Demonstrationsveteranenfonds gibt es auch noch. Leute, merkt ihr mal, was für ein Schlafschaf ich war bisher? Es wird ja auch immer wieder von Open Mic-Leuten gesagt, es gäbe kein Links und Rechts mehr. Ich bin allerdings der Meinung, Nazis müssen überall und immer bekämpft werden. Ich bin fertig jetzt noch. Dankeschön. Ein herzliches Deutschland verrecke. Deutschland verrecke.